Begrüße ich alle, die trotz des wunderschönen Wetters auch heute wieder zu unseren Linux-Wochen gekommen sind. Ich möchte Sie begrüßen im Namen der Veranstalter des Internet Club Burgenland und der FH Burgenland. Seit, glaube ich, 2004 sind wir jetzt schon hier in diesem Haus. Und ja, das Thema, über das ich referieren werde, ist Echtzeitkommunikation mit Open Source Tools. Echtzeitkommunikation, ja, was ist das? Das Internet selbst, wissen Sie ja wahrscheinlich, ist ja ursprünglich zu Kommunikationszwecken erfunden worden. Das amerikanische Militär hat Computernetze zur Kommunikation gehabt und hat dort festgestellt, da gibt es so zentrale Kommunikationsknoten und wenn die Russen da Atombombe draufschmeißen, dann ist das ganze Kommunikationsnetz tot und das Militär kann nicht mehr kommunizieren. Also hat man eben ein Netzwerk entworfen, wo einzelne Knoten ausfallen können und das trotzdem weiter als Kommunikationsnetz funktioniert. Ja, schon seit Anfang an, seit späten 50er, 60er Jahre, Vorläufer des heutigen Internet, gibt es eine Art von E-Mail-Kommunikation. Aber E-Mail ist keine Echtzeitkommunikation, wie der Name schon sagt. Das ist ein elektronisches Postfach. Ich schicke meinen elektronischen Brief einfach an die Gegenstelle und dieser Mail-Server, dieses elektronische Postfach, bewahrt dann halt die Nachrichten auf, so lange, bis der Empfänger das eben liest. Ist zwar schneller als die alte Schneckenpost, ja. Die Papierpost hat zwar eine große Bandbreite, weil ich kann recht viel Text in einen Brief hineingeben, aber eine hohe Latenz, es kann mehrere Tage dauern, bis ein Brief ankommt und es war schon eine Beschleunigung, diese elektronische Briefzustellung. Aber Echtzeitkommunikation, das ist ja etwas, was man zum Beispiel vom guten alten, 100 Jahre alten Telefon kennt. Ich spreche mit jemandem, ich schicke eine Nachricht an jemanden, die kommt sofort an und die Antwort kann auch sofort verfasst werden und diese kommt dann eben mehr oder weniger sofort bei mir an. Ja, warum wollen wir diese Echtzeitkommunikation jetzt überhaupt mit Open Source Tools machen? Warum nehmen wir dann nicht irgendwas anderes? Es gibt ja genug solche Echtzeit-Tools, Kommunikationstools. Ja, wer ein bisschen die Medien verfolgt, der wird feststellen, dass das Thema Überwachung ein immer größeres Thema wird, immer mehr einschlägige Politiker fordern immer lauter bessere Überwachungsmöglichkeiten. Also man will die Anbieter von Kommunikation, von Echtzeitkommunikation dazu verpflichten. Ja, nicht fordern, haben beschlossen. Haben beschlossen, aber sie fordern auch noch mehr, als sie schon beschlossen haben. Darf ich es mal so formulieren? Also am liebsten wäre Ihnen eine direkte Leitung zu jedem Kommunikationsanbieter beziehungsweise eine Art Generalschlüssel für die Dechiffrierung sämtlicher Kommunikation. Also wir wissen, Sicherheit, es wird gewünscht von Staat und diversen Geheimdiensten, dass die Kommunikation übermacht wird. Was wir nicht wissen ist, inwieweit das schon der Fall ist. Also wir können nur vermuten, dass es der Fall ist oder auch nicht, aber wir wissen es nicht. Und die maximale Sicherheit für meine private Kommunikation kann ich nur haben, wenn ich die Kontrolle über sämtliche Elemente der Kommunikation habe, also über sämtliche Stellen, auch den Server. Ich sage bewusst maximale Sicherheit und nicht hundertprozentige Sicherheit oder absolute Sicherheit, denn absolute Sicherheit wird es nie geben im Internet, egal was ich tue, aber ich kann meine Sicherheit maximieren. Ja. Also ich kann die Hürden, mich zu überwachen, so hoch setzen, dass ich davon ausgehe, dass es für die Schlapphüte, wie man sie so schön nennt, einfach zu aufwendig wird, mich zu überwachen. Ja, aber
sichere Kommunikation ist ja nicht mehr für Leute wie mich erfunden worden, denen vielleicht der eine oder andere eine gewisse Paranoia unterstellen wird. Es gibt ja auch Leute, die wirklich gefährdet sind, Oppositionelle, Regimekritiker in diversen Diktaturen oder autoritären Regimen. Auch für die kann man keine absolute Sicherheit zur Verfügung stellen, aber man kann zumindest mit entsprechenden Maßnahmen die Lebenserwartung dieser Leute doch etwas erhöhen, sozusagen. Ja. Schauen wir mal, was gibt es denn immer schon? Sagen wir immer schon, weil für uns Internetleute beginnt ja die Zeitrechnung erst mit der Erfindung des ersten Webbrowsers. So, was gibt es schon von Anbeginn der Zeit? In den 90er Jahren, da hat es ICQ, AOL, Messenger gegeben. Vielleicht können sich Leute von meiner Generation noch daran erinnern, an diese Sachen. Instant Messaging am PC, das waren diese ersten Tools, wo die breite Masse der Internetbenutzer damit in Kontakt gekommen ist. Also wirklich mit dem Nachrichten schicken, die sofort angekommen sind und sofort beantwortet worden sind. Ja, und sogar damals gab es schon so ein kleines Videoconferencing-Tool, See You, See Me, das natürlich entsprechend der damaligen zur Verfügung stehenden Bandbreiten funktioniert hat. Mehr schlecht als recht, meistens eher schlecht, aber es hat es gegeben. Ja, in den Nullerjahren oder 2000er Jahren oder ich weiß nicht, wie man offiziell zu diesem Jahrzehnt sagt, ist dann Skype aufgekommen. Da ist quasi die Videotelefonie an die breite Masse gekommen. Ja, wie gesagt, das ist alles viele Jahre her. Über diese Tools hört man, die werden zwar noch verwendet, aber man hört weniger. Die heutigen Big Player in diesem Echtzeitkommunikationsmarkt, das sind proprietäre Tools wie WhatsApp, Facebook Messenger, die beiden stehen absichtlich direkt hintereinander, denn die gehören der gleichen Firma, sind beides Facebook Messenger, Threema, Snapchat, FaceTime, GoToMeeting. Alle die haben ein bisschen einen anderen Fokus, konzentrieren sich auf ein bisschen was anderes, aber im Prinzip sind es alles Echtzeitkommunikationstools und vor allem es sind proprietäre Tools. Das bedeutet, ich muss dem Anbieter vertrauen. Ja? Oft alles, was ich in den Facebook Messenger schreibe, das kann Facebook lesen. WhatsApp ist angeblich Ende zu Ende verschlüsselt, aber ich muss trotzdem darauf vertrauen, dass das wirklich so ist. Also im Prinzip ist es schwer herauszufinden, ob da jetzt wirklich kein Hintertürl drinnen ist, ob es da nicht wirklich einen Generalschlüssel gibt. Also der Punkt ist, ich muss denen vertrauen. Ja, aber auch im Open-Source-Bereich gibt es schon seit längerer Zeit Veteranen in diesem Gebiet. Ich habe vor einigen Jahren, können sicher 10 Jahre her sein, hier bei den Linux-Wochen über Jabber referiert. Jabber, das ist Instant Messaging über ein offenes Protokoll namens XMPP, Extensible Message Parsing Protocol oder so ähnlich, heißt es. Ja, und das Besondere ist, ich konnte damals schon meinen eigenen Jabber-Server aufsetzen, meinen eigenen Chat-Server. Und die Kommunikation war immerhin schon transportverschlüsselt. Also ich hatte da schon ein gewisses Plus an Sicherheit. Nachteil verglichen mit heutigen Chat-Tools, es war halt ein reiner Text-Messenger, keine Übertragung von Bildern. Das hat man vielleicht irgendwie noch dazu basteln können. Oder es wurde auch meistens ist es so, dass die Jabber-Server auch nichts speichern. Eine Kommunikation, ich konnte mit meinem Jabber-Client konnte ich einstellen, dass der die Kommunikation speichert, aber das ist dann halt eben nur lokal in dem Client gespeichert worden. Wenn ich einen Client am Laptop und einen Client am PC hatte, hat halt jeder nur die Nachrichten gespeichert, die ich bekommen habe, wie ich gerade auf diesem Rechner gesessen bin. Und ja, so wirklich suchen im vergangenen Chat, das geht halt auch nicht. Ja, was ich auch schon bei den Linux-Wochen einmal geredet habe, ist WebRTC. Das ist
ein Standard für Videokonferenzen, gibt es auch schon einige Jahre, basiert auf offenen Protokollen und die APIs dafür sind direkt in den Browsern implementiert. Es war damals in allen wichtigen Browsern außer Internet Explorer, ich weiß nicht, wie das heute ist, ob dieser neue Microsoft Browser das schon drinnen hat, damals war es noch nicht. Jedenfalls basiert es da alles auf HTML5 und JavaScript, es war sogar schon Ende zu Ende verschlüsselt. Nachteil war, falls sich jemand erinnert an meinen damaligen Vortrag, das war eine ziemliche Herumfrickelei, Herumfummelei, damit man da wirklich sinnvolle Anwendungen darum machen konnte. Also es gab diesen Standard, es gab diese APIs in den Browsern, aber es gab nicht wirklich gut zu bedienende, schön zu bedienende Applikationen. Ja, was habe ich mir für Tools angeschaut, die ich heute herzeigen werde, die ein bisschen moderner sind als das, was es damals gegeben hat. Auf der einen Seite ist einmal Movim oder Movim, ich weiß es nicht, wie man es korrekt ausspricht. Das ist ein Tool für Instant Messaging. Dann Hubel.in, das ist eine Software für Videokonferenzen. Und bei meiner Recherche nach Echtzeitkommunikationstools bin ich etwas überraschend auch auf Nextcloud gestoßen. Vor ein paar Jahren habe ich einen Vortrag über OnCloud gehalten. Nextcloud ist ein Fork, eine Abspaltung von diesem OnCloud. Und es ist eigentlich ein Cloud-Speicher, also ein privater Cloud-Speicher, den ich mir auf meinem eigenen Server aufsetzen kann und mit meinen Bekannten, Kollegen etc. darüber sicher Files austauschen kann. Das ist eigentlich dieser Sinn und Zweck dieses OnCloud oder dieses Nextcloud. Irgendwie entwickelt sich das jetzt aber immer mehr zu einer eierlegenden Wollmilchsau. Es gibt verschiedene Plugins für alles Mögliche und, wie ich festgestellt habe, auch recht interessante Plugins für die Echtzeitkommunikation. Ja, das erste, was wir uns anschauen, ist Movim. Das ist positioniert sich irgendwie als Slack-Alternative. Kennt jemand Slack? Diesen Dienst, den hauptsächlich Firmen verwenden, um firmeninterne Chat-Rooms zu machen, wo man eben auch sagen kann, ich habe diese und jene Benutzer und diese und jene Chat-Rooms und diese Benutzer dürfen in diese Chat-Rooms und diese in die anderen und dann wird halt das auch alles gespeichert, was da in diesen Chatrooms gechattet wird und ich kann danach suchen und ich kann da auch Dateien austauschen, Bilder hochladen etc. Das ist von Firmen wird das sehr gerne benutzt. Ja, auch hier habe ich einen Chat, wo die Historie gespeichert wird, wo es verschiedene Chaträume gibt. Es gibt ein schönes Webinterface, über das alles funktioniert. Es gibt dann auch eine Handy-App, eine Android-App, die man installieren kann. Man kann Dateien austauschen. Und da sehen wir einen Begriff, der uns vorher schon begegnet ist, XMPP. Es benutzt im Hintergrund das gute alte XMPP-Protokoll. Ja, also die Open-Source-Gemeinde oder die meisten Leute aus der Open-Source-Gemeinde zumindest versuchen nicht dauernd das Rad nochmal zu erfinden. Ja, also nur weil das JEPA-Protokoll, das XMPP-Protokoll halt kein schönes Web-Interface hat und keine schönen Bilderaustausch ermöglicht, sagen die nicht, ja, jetzt machen wir ganz was Neues, schmeißen wir das XMPP-Protokoll komplett weg und erfinden ganz was Neues, sondern sie sagen, ja, wir benutzen das weiter, aber wir bauen darauf aufbauend einfach neue, modernere Applikationen. Dadurch, dass das XMPP benutzt, ist das auch kompatibel mit JEPA-Clients. Wenn ich also auf die extra Features verzichte, wie das Bilder austauschen oder Datei austauschen oder dass eben alles, was ich bekomme, irgendwo gespeichert wird, zentral, dann kann ich auch meinen JEPA-Client, meinen guten alten, 10 Jahre alten JEPA-Client verwenden und dort mitchatten. Und ja, Federation geht natürlich auch. Also unter Movim ist
ein ganz normaler iJeopardy zum Beispiel, ein ganz normaler XMPP-Server, mit dem ich natürlich auch mit anderen XMPP-Servern, mit den Usern von anderen Servern kommunizieren kann. Ja, wer so ein bisschen das Jeopardy-Netzwerk kennt oder wer es nicht kennt, das ist irgendwie so wie E-Mail organisiert. Es gibt mehrere Server bei E-Mail. Der eine User ist auf dem anderen Mail-Server, der andere User auf diesem Mail-Server. Trotzdem können die gegeneinander Mails austauschen, weil die Server sich untereinander die Mails zuschicken. Genauso funktioniert das mit XMPP. Da gibt es den Chat-Server A, den Chat-Server B. Und der User von Chat-Server B kann dem User, der auf dem Chat-Server A ist, Nachrichten schicken, weil eben diese Server dann die Nachrichten eben untereinander austauschen. Ja, das Ganze basiert auf PHP und HTML5, auch mehr oder weniger quasi Standard für Web-Applikationen. Und ich würde sagen, lassen wir jetzt mal die Theorie und schauen wir uns das einmal konkret an. Ich habe mir zuerst vorgehabt, ja, ich zeige mal die Installation von Moovin, habe dann aber, nachdem ich es zum ersten Mal installiert habe, das gleich wieder bleiben lassen, denn das würde erstens mal meine ganze restliche Redezeit heute aufbrauchen und zweitens mal sie furchtbar anöden, wenn ich da einen Befehl nach dem anderen eintippe. Ja, wer schon seit vielen Jahren Open Source Web-Applikationen installiert, der weiß, dass das Standard war vor 10 Jahren, dass man ewig lang zuerst Dependencies installiert hat und dann die Software installiert hat und dann konfiguriert hat und dann die Fehlermeldungen analysiert hat, die gekommen sind. Bei Moovin, sagen wir, ist das noch, hat man noch ein bisschen was von diesem alten Feeling, von diesem, das ist dann noch ein bisschen so. Ja. Sie sehen schon, da steht einmal, das muss so, ja. Da stehen einmal die Requirements, die vor der Installation überhaupt erfüllt sein müssen. Ja, einen Webserver installieren, einen SQL-Server installieren und dann verschiedene PHP-7-Pakete, die noch installiert werden müssen. Schreiben Sie da jetzt für Debian und Ubuntu hin, welche das sind. Wenn man irgendein anderes System benutzt, muss man dann auch noch selber suchen, wie die Pakete auf dem eigenen System heißen. Ja, dann kann man mal ein Git, das Ganze aus dem Git auschecken, dann muss man PHP Composer installieren, mit diesem PHP Composer dann die eigentliche Installation starten, ja, dann die Datenbank konfigurieren und dann kann man den Daemon starten und dann kann man sich noch ein Startskript schreiben, dass der automatisch startet. Also das ist alles nicht so einfach, dass es einfacher geht, werden wir heute auch noch sehen, bei einer anderen Software, bei Nextcloud. Und ja, weil ich diese Installation da eben nicht vorzeigen möchte, mache ich es so, wie wir das von den beliebten Kochsendungen kennen. Ich habe da schon etwas vorbereitet und habe da in richtige VM finde, das hier schon. Das, ja. Okay, wenn es wieder pumpt, jetzt hat es wieder pumpt. Ah, die Dose. Ah, ja. Und das geht ein bisschen. Ja, die Dose zu halten. Vielleicht findet man da eine Konstellation. Was besser geht. Ja, so. Probieren wir es einmal. So. Schauen wir mal, welche IP-Adresse ich da habe. 10.0.180. Ich habe mir da, wenn Sie einen Laptop haben und sich in dieses Netz gehängt haben und wissen, wie Sie eine, in Ihre etc local eine IP-Adresse eintragen, einen Namen, dann können Sie dieses Moovin 1 local, ich weiß nicht, ob man es da lesen kann, auf die IP-Adresse 10.0.0.180
100, was war das, 10 oder 180? Setzen und sich hier einloggen. Mach ihm deinen Account. Du hast gesagt, du machst da mit vorher. Kannst du das geschwind eintragen. Ja, wenn noch jemand mitmachen möchte. Ich zeige dabei ein anderes Webinterface. Wie gesagt, unterhalb von Movim befindet sich ein Jabber-Server, ein ganz normaler. In dem Fall ist das eJabberDay. Und den habe ich eben auch aufgesetzt. Genau, das ist gar nicht in der Installationsanleitung gestanden. Der Jabber-Server, der muss schon existieren, wenn ich einmal Movim installiere. Also Movim bringt keinen eigenen Jabber-Server mit. Das ist mehr so ein Aufsatz auf Jabber. Ja? Eine Applikation, die bestehenden Jabber-Server nutzt. So, ich habe da eine Domain, jabber1local, definiert, was du geschafft hast, dich schon zu verbinden. Kannst du 10.0.0.180 pingen? Ja, du musst den Namen in deine, weil ihr keinen DNS-Server da drin haben, müsstest du in die Hosts movim1.local eintragen. Das muss ich jetzt deswegen machen, weil wir da keinen DNS-Server zur Verfügung haben, da drin, um das einzutragen. Das ist natürlich in der Praxis, muss man das nicht machen. In der Praxis habe ich einen richtigen DNS-Namen dafür. So, sagen wir dabei, was ich dafür einen Benutzernamen anlegen soll. John D. Er hat gesagt, keine Ahnung, will er haben. Und das Passwort stelle ich da Linux ein. Hochsicheres Passwort, kleingeschrieben. Und dann müsstest du damit keine Ahnung @jabber1local einloggen können. Wie schaut's aus? Nein, ich logge dabei ein. Zeig das mal vor. Ja gut, ich komme dann auf eine Startseite, wo so verschiedene, da steht schon, was gibt es Neues. Das ist quasi so eine öffentliche Seite für alle. Da kann ich jetzt zum Beispiel reinschreiben, willkommen zu den Linux-Wochen. Sollte das da unten stehen, und wenn sich er jetzt einloggt, die Login-Versuche klicken, dann sollte er auch auf seiner Startseite das sehen. Das ist eine Art, wie soll man sagen, öffentlicher Blog, kann man sagen. Ich kann mir da auch mein eigenes Profil anschauen, indem ich auf mein Profilbild davon klicke. Und ja, da kann ich auch, da sehe ich auch, besuchen Sie den Blog, um alle öffentlichen Postings zu sehen. Da gibt es dann auch eine Art Blogadresse, die ich weitergeben kann für Leute, die keinen Account haben auf diesem Movim. Also das ist dann eine öffentliche Adresse, die man auch ohne Login sehen kann. Und da habe ich so einen ganz primitiven, einfachen Blog. So eine Art Mini-Twitter sozusagen. Ich kann da sogar auch einen RSS-Feed da oben importieren in meinen RSS-Feed-Reader. Ja, falls Sie jemand sind, der seine Nachrichten gerne in solchen RSS-Feed-Readern zusammenfasst, zum Beispiel in Thunderbird geht das. Da bist du schon eingeloggt.
Nein, ich will auch der Apache sein. Obwohl du Movim 1.local eingetippt hast. Das leitet auch schön weiter. Okay. Zum Troubleshooten haben wir jetzt keine Zeit, also ich kann jetzt dann leider mit niemandem chatten. Was muss man die Zettel auch sein? Movim 1.local als 10.00.180. Und du musst in diesem WLAN dort sein. Den Account, den ich angelegt habe, heißt keine Ahnung, @jepper1.local. Weil ein Apache V-Host eingetragen ist, dass diese Adresse für diesen V-Host ist, hätte man dann umkonfigurieren müssen. Ursprünglich habe ich vorgehabt, einen externen DNS-Server hier zu verwenden, da ist aber irgendwas gesperrt, irgendein Ordner, keine Ahnung. Also dieser DNS-Server funktioniert leider nicht jetzt. Müssen wir uns da leider so mit solchen Tricks helfen. Wieder? Das Interface kriege ich hin. Ah, dann lege ich Ihnen auch einen Account an. Suchen Sie sich einen Namen aus. Brickkeeper. Das ist mein Standard-User. Wie? Brick, wie das englische Wort für Stein, und Keeper. Ja. Brickkeeper. Genau. So, hat sicherlich Linux als Passwort. Und Sie loggen sich dann ein mit brickkeeper@jepper1local. So, und ich kann es jetzt da als Freunde hinzufügen. Na, eigentlich müsste sie bei Entdecken neue Freunde finden. Ah, da habe ich schon den Brickkeeper, der ist eingeloggt. Das wichtigste Punkt ist natürlich hier der Chat-Punkt. Hier kann ich persönliche Chats mit anderen User machen oder ich kann Chat-Räume aufmachen, wie zum Beispiel den Linux-Wochen-Chat-Raum. Ja, den finden Sie vielleicht auch, wenn Sie da unten auf Chats gehen oder da mit dem Plus diesen Chat-Raum aufmachen. Dass Sie da drinnen sein. Und dann kann ich sagen, ja. Willkommen hier. Und die Nachricht ist im Chatraum hinterlassen. Oder ich kann hier ein Bild posten. Einen kleinen Pinguin. Sie wahrscheinlich sogar einladen zu dem Raum, Kontakt einladen. Brickkeeper@jepper1local. Was war's? Keine Ahnung. @jepper1local. War das Zusammenschirm? Ja, gerne Zusammenschirm. Und Linux als Passwort. Das ist aber jetzt ein öffentlicher Chat und dann einen privaten Chat. Im Prinzip kann ich, wenn ich den Chatraum aufmache, neuer Chatraum, der Brickkeeper hat mir schon was geschrieben. Kann ich diesen Chatraum auch konfigurieren? Ja, ich kann da Einstellungen machen und ja. Das ist jetzt nicht wo, aber im Prinzip kann ich das einstellen, ob nur die Eingeladenen
sind. Das funktioniert im Prinzip schon auf der Jepper-Ebene. Die Jet-Räume sind Jet-Räume auf dem darunterliegenden Jepper-Server und dort stellt man das ein, ob ich jemanden einladen muss oder nicht. Ja, und da hat mir der Brickkeeper schon ein Hallo geschrieben. Ich kann ihm da halt zurückschreiben. Oder kann ihm wieder ein Foto schicken. Also im Prinzip so. Wie es auch in diesem Slack funktioniert, das Firmen so gern verwenden. Ja, ich habe dann. Okay. Ja, es gibt dann also so Gemeinschaften, die man bilden kann, aber das würde jetzt alles zu weit gehen, das alles vorzuzeigen. Ja, im Prinzip, was ich natürlich auch machen kann, wenn ich auf einem anderen Jepper-Server schon einen Account habe, kann ich mit dieser MOFIM-Installation das auch benutzen. Also ich sage beta.jepper.icb.at, das ist mein Jepper-Account, den ich schon seit sicher 10 Jahren habe. Also von diesem Account hat dieser Server, den ich da aufgesetzt habe, dieser MOFIM-Server, keine Ahnung. Aber ich logge mich da, ja, hier wird es nicht gehen, weil die Firewall von der FH hat uns leider die Jepper-Ports gesperrt, habe ich gestern schon festgestellt. Aber ja, Sie müssen mir es halt jetzt glauben, ich kann da einloggen mit einem externen Jepper-Account und kann das als Webinterface für meinen externen Jepper-Account benutzen. Also das ist schon ein großes Plus gegenüber die Verwendung von einem 0815 Jepper-Client, wie zum Beispiel Pidgin. Ich bin da etwas mit moderneren Features unterwegs, brauche aber nicht alles neu machen, habe meinen alten Jepper-Account, meine alten Jepper-Kontakte, die ich weiterverwenden kann und habe trotzdem ein schönes Webinterface, wo ich zumindest mit denen, die dasselbe Webinterface verwenden, auch zusätzliche Features wie Dateiaustausch, Bilderaustausch etc. verwenden kann. Ja, was schauen wir uns als nächstes an? Hubl-IN. Das Hubl-IN, das ist ein Videochat-Service. Es ist im Prinzip ein freies, gehostetes Angebot, rennt also auf diesen Servern, von diesen Herstellern von Hubl. Ich weiß nicht, ob es jetzt Hubl heißt oder Hublin. Aber jedenfalls kann man das einfach ohne sich einzuloggen benutzen. Aber wir haben ja gesagt, genau das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen nicht den Server von irgendwelchen fremden Leuten verwenden, die wir nicht kennen, denen wir nicht vertrauen. Deswegen ist auch die Installation auf dem eigenen Server möglich. Technisch basiert das auf JavaScript. Ein Node.js-Server ist da dahinter. Ja, die etwas mehr in der Webtechnik verhafteten Leute wird das etwas sagen, dieses Node.js. Ja, es ist responsive, also man kann dieses Webinterface auch problemlos mit dem Handy benutzen. Das Ganze basiert auf WebRTC, also auch hier sehen wir, dass die Hersteller nicht versucht haben, das berühmte Rad noch einmal zu erfinden, sondern sie setzen auf alte, bewährte und getestete Technologie. Wie gesagt, im Prinzip funktioniert das ohne Benutzerregistrierung. Man geht auf die Webseite, gibt den Namen eines Chatraums ein und kann dort im Prinzip sofort loschatten. Schauen wir uns das einmal an. Also das ist jetzt die öffentliche Webseite von hubl.in, also bei denen dort gehostet, und wir sehen schon, da ist einfach kein Login-Fenster, sondern einfach nur ein Fenster, wo man einen Chatraumnamen eingeben kann. So,
ja, vielleicht, wenn es interessiert, dann auch ein bisschen zur Installation. Die Installation ist da wesentlich einfacher, aber ich werde Sie, um Zeit zu sparen, trotzdem nicht vorzeigen. Man klont hier einfach ein Git-Repository, installiert diesen Node.js-Server. Ja, dann das Einzige, was ein bisschen komplizierter ist, Sie brauchen da eine bestimmte Version von MongoDB, dieser Datenbank, dieser dokumentenorientierten Datenbank. Dann im Prinzip probiert man sich dann ein Config-File, das man im Idealfall, wenn man nichts Spezielles haben will, gar nicht verändern muss. Installiert dann noch den Redis-Server und im Prinzip kann man dann mit npm start das Ganze hochfahren. Und es funktioniert. Also hier sind wir in der Installation schon wesentlich einfacher unterwegs als mit Movim, aber es sind halt immer noch einige Schritte zu tun. Na, ich gehe jetzt einmal auf meinen virtuellen Server, den ich da installiert habe für Movim, für Hubel. Na, schauen wir da wieder die IP-Adresse an, es ist 181. So, mache dieses berühmte npm start. So, das Ganze läuft unter HTTPS, da wird leider nicht automatisch hin umgeleitet. In der Praxis wird man das dann natürlich einstellen, aber wenn Sie mit HTTPS 10.0.0.181, habe ich gesagt, den Port müssen wir auch noch einstellen, 8443. Okay, ja, also ich weiß nicht, ob man das lesen kann, oben die Webadresse, da braucht man jetzt keinen Eintrag machen in die Host. Einfach HTTPS 10.0.0.181 8443. Dann kommen wir auf eine Seite, die wieder genauso ausschaut wie diese offizielle Hubel-Seite. Und da kann man sich in einen Chatraum einloggen. Ich habe festgestellt, Firefox hat da irgendeinen Bug. Also wenn Sie Chromium drauf haben unter Linux, dann würde ich den verwenden. Also mit Firefox hat es bei mir manchmal funktioniert, manchmal nicht, muss ich sagen. Mit Chromium eigentlich immer. So, und ich tippe jetzt da Linux-Wochen als Chatroom ein. So, jetzt kann ich mir noch einen Namen in diesem Chatraum aussuchen. Ja, Videoqualität, Mittel, wird fürs Testen reichen. So. Im Prinzip muss ich jetzt warten, ob sich da noch jemand einloggt von euch. Na, das ist lokal im Netz. Das sollte. Drei Linux-Wochen. Der HTTPS. Sie werden wahrscheinlich abnicken müssen, denn das Zertifikat, das natürlich kein vom Browser akzeptiertes Zertifikat ist. Ja, da unten sehe ich mich schon. Kommen Sie nicht hin? Ich bin nicht. Okay. Hast du Firefox oder? Ja, in dem Fall ist es falsch. Ja, da habe ich öfters Probleme gehabt. Keine Ahnung, woran es liegt. Andere Web-RTC-Applikationen funktionieren recht problemlos mit Firefox, aber hier. Also, falls jemand Chromium oder Chrome. Also, ich habe es zuerst am Handy unter Firefox abgebrochen. Ja? Und Chromium möchten
möchten Sie Ihr Mikrofon gleich verwenden, also erkennt das. Ja, okay. Na dann gehen wir in diesen Linux-Wochen-Chat rein. Audio aufnehmen. Kamera kann auch gleich verwendet werden. Kamera auch verwenden, ja. Also, Sie haben gefragt, darf die Applikation Kamera verwenden, Mikrofon verwenden? Das sind alle Sicherheitsmaßnahmen, die auf Browser-Ebene kommen. Na, schau. Wunderbar, jetzt haben wir da eine schöne Rückkoppelung natürlich. Deswegen drehe ich da mein Mikrofon ab. Aber ja, der Wolfgang ist schon drin. Ja, und wir sehen, ich habe mittlere Qualität für Video eingestellt, aber das ist eigentlich gut. Wir sind hier im LAN, muss man natürlich auch sagen. Aber es funktioniert. Ah, der Black Bear ist auch schon da. Ja, wunderbar. Auch den Ton. Auch den Ton, ja. Ich weiß nicht, ob... Ja, also die Rückkopplung kommt natürlich jetzt wahrscheinlich über mein Mikrofon irgendwie. Nein. Oder? Auch über meins wahrscheinlich. Ja, auch über... Ja. Ich habe es jetzt also, ja. Kannst du mir rausschmeißen. Rausschmeißen, ah, den Peter 2 haben wir da. Ja, vielleicht drehen wir lieber alle unser Mikrofon da unten ab, weil irgendwie gibt es da immer eine Rückkoppelung, weil wir sich im selben Raum befinden. Aber man sieht, ja, ich habe jetzt da drei Kontakte schon. Das heißt, du kannst jetzt moderieren, wenn es da hinten sehen müsste. Genau. Also im Prinzip sollte jeder alles hören, was wir reden. Das können wir jetzt natürlich schwerlich testen, wo wir alle im selben Raum sind. Aber ich kann jetzt aussuchen, wen ich da auf meinem Hauptbildschirm sehen will. Ich kann mich auch selber anzeigen, wenn ich sage, das ist das schönste Bild, was da angezeigt wird. Ja, es ist natürlich, wenn die Verbindung unterbrochen ist, wird wahrscheinlich ein Timeout da sein, der abgewartet wird, ob vielleicht einfach nur irgendein Netzwerkproblem ist und irgendwann nach dem Timeout wirst du dann aus dem Chatraum rausgeschmissen werden. Also wir sehen, wir haben da eine ganz nette Skype-Alternative, die auf unserem eigenen Server läuft und wo ich auch mehrere Leute... Ich kenne Skype nicht, aber ich nehme stark an, ich kann auch da Multi-User-Chats machen. Ja. Im Prinzip viel mehr Features habe ich da nicht. Ja, ich kann dann jetzt noch Text-Chat machen. Hallo, willkommen. Wo ich auch Textnachrichten, wo ich jetzt irgendwelche Sachen, irgendwelche URLs zum Beispiel posten kann, ja, das ist praktisch ja da oben. Das ist jetzt vielleicht nicht so schön, dass da irgendwelche JSON-Sachen da eingestellt sind. Vielleicht ist in der Konfiguration noch irgendeine Debug-Option gesetzt. Also ich bin sicher, das wird man auch noch wegkriegen. Ja, also wie gesagt, das ist auch gut, wenn man Texte übermitteln kann. Wenn ich jemanden eine URL übermitteln will, ist das irgendwie blöd, wenn ich ihm die ansage, dann verwende ich da den Chat. Dokument kannst du auch übermitteln, ne? Also Dokument? Bild oder so. Ach. Bild? Ja, Moment. Ich sehe ich da jetzt nicht, wie. Also an und für sich ist da kein Upload-Feature, sehe ich jetzt nicht dabei. Ja, und ich kann natürlich diesen Link verschicken, indem ich einfach sage, ja, ich schicke da per E-Mail den Link von meinem Chatraum, damit du da einsteigen kannst. Ja, oder wenn ich sage, die Leute sollen mich hören, aber sie sollen mich nicht sehen, ja, vergessen mich zu frisieren oder was immer, dann kann ich auch die Kamera abschalten und dann funktioniert das eben so, als wäre es einfach nur ein Videotelefonie-Chat von meiner Seite aus, oder wir können alle unsere Kamera abdrehen.
Es gibt ja Leute, die bieten gern ihre Kamera vorne ab und sagen, ja, brauche ich nicht, ich möchte kein Videochat, dann kann man das da gleich abschalten. Ja, im Prinzip eine recht einfach zu bedienende und recht einfach zu installierende Applikation, die das Notwendigste, das Wichtigste bietet, wenn man Videochat machen will. So, ein paar Minuten, 10 Minuten habe ich noch Zeit. Wie gesagt, ich bin bei meiner Recherche auch auf dieses Nextcloud gestoßen. Das ist ein Fork von OnCloud. Man hat sich da irgendwie innerhalb des OnCloud-Projektes zerstritten und hat also ein neues Projekt gemacht, dieses Nextcloud. Das ist ein webbasierter Cloud-Speicher und da gibt es Plugins, die auch für die Kommunikation ganz praktisch sind. Es gibt Videokonferenzen, einen XMPP-Chat, sogenannte eine App, die heißt Circles, wo man so kleine virtuelle Gemeinschaften bilden kann. Und es gibt auch ein IMAP-Webmail drin. Also alles, was man eigentlich für die Kommunikation braucht, alles unter einem Dach. Und das Schöne ist, es gibt auch eine, neben komplizierten Installationsmethoden, die es natürlich immer gibt, die Leute, die das gern haben, die werden nicht enttäuscht. Aber, no. So, 183. Ich logge da jetzt einmal SSH ein, damit man das schöner sieht. Ist etwas abgeschnitten. So sieht man es besser. Ich bin jetzt quasi als normaler Benutzer eingeloggt. Ich musste jetzt noch als Root-User einloggen. So, und jetzt gibt es ein Ubuntu, oder ich logge da mal aus und rufe das dann mit Sudo auf. Es gibt unter Ubuntu ein neues Paketformat, von dem Sie vielleicht schon was gehört haben. Dieses Snap-Format und einen eigenen Package-Manager namens Snap. Das ist eine Methode, um Applikationen in so Snap-Pakete zu packen, mit all ihren Abhängigkeiten gemeinsam. Ja, erinnert uns ein bisschen an Container, aber es hat überhaupt nichts mit Containertechnologie zu tun, sondern es ist einfach nur eine Packaging-Methode. Und na geh. So. Da kann ich jetzt sagen, sudo snap install nextcloud. Ja. Und dann fängt er mal zum Werkeln an, dann lädt er sich einmal die aktuelle Version von diesem Snap-Core herunter. Da ist eh halbwegs schnell unterwegs mit einmal 15 bis 20 Megabit. Und ja, nachdem dieses Snap-Core runtergeladen ist, wird er dann das Paket für Nextcloud runterladen. Und wenn nichts schief geht, dann ist das eigentlich schon die ganze Installation von dem Nextcloud. Also man sieht, es geht auch anders als mit Mofim, dass man erst 20 Installationsschritte machen muss und dann hoffen, dass kein Fehler passiert ist. Auch wenn Sie sich näher für dieses Snap interessieren, müssen Sie die entsprechende Literatur im Internet runterladen. Offenbar installiert er das alles unter einem Verzeichnis /snap auf dem Hauptverzeichnis. Das ist für manche Linux-Puristen, sage ich mal, nichts Erstrebenswertes, dass es dann
die Sachen nicht dort sind, wo wir es gewöhnt sind, unter userlib und unter etc und was immer. Also da, wo schon seit Jahrzehnten gepredigt wird, was unter Linux oder unter Unix wohin gehört. Das installiert halt alles unter das /snap-Verzeichnis. Ja, wenn man das nicht will, dann muss man halt eine andere Installationsmethode suchen. Kenne mich mit Snap jetzt auch nicht so gut aus, vielleicht kann man irgendwas umkonfigurieren, aber man kann vielleicht einstellen, dass ein anderes Verzeichnis verwendet wird, aber ich glaube nicht, dass man so leicht einstellen kann, dass er unter etc, unter userlib oder unter etc, oder unter was weiß ich, SBIN, user SBIN die Sachen hinspeichert, das glaube ich nicht. Also, hat jemand Erfahrung mit Snap? So umbiegen vom Ordner ist nicht zu empfehlen. Ja. Umbiegen des Ordners, aha, ist nicht zu empfehlen. Haben Sie das schon ausprobiert? Ja. Okay, also vermutlich wird dieses Umbiegen an irgendeiner Stelle nicht mitgekriegt, sozusagen, und dann funktioniert es nicht. Also, Snap ist halt einfach, aber dafür muss man es halt so nehmen, wie es ist. Kann man glaube ich so sagen. So, ja, der Download von Nextcloud ist fast schon fertig, 94% haben wir hier. Und dann werden auch die Installationsschritte durchgeführt, Setup, Snap, Nextcloud. Im Prinzip rennt das alles, ohne dass wir irgendwas machen. Netzwerkeinstellungen. Die Installation über iOS würde genauso funktionieren, oder? Naja, wenn es ein Deb-Paket gibt, ich habe es also nachgeschaut für Nextcloud, sollte das auch funktionieren, aber ich glaube, dann muss man schon noch die Datenbank selber konfigurieren. Also ich denke, Apt wird sicher keine Datenbank anlegen, sondern wird nur die Software installieren. Als Abhängigkeit vielleicht auch MariaDB oder MySQLDB, möglicherweise. Aber es wird die Datenbank dann nicht anlegen. So, das macht mir das hier auch. Jo, Snap Nextcloud installed. Schauen wir mal. Das war 183. Aufmache. 10.0.0. 183. Ah, dann kann ich schon einen Admin-Account kreieren, wenn es nicht jemand von Ihnen schneller gewesen ist. Im Prinzip alles, was ich einstellen muss. So, okay. Okay, hat jetzt doch jemand schon ein anderes Passwort gesetzt, außer mir, geben Sie es zu. Gleich angeboten. Ich kann da auch aus dem Google Play Store oder aus dem Apple Store eine entsprechende App herunterladen. Brauchen wir aber nicht. Das Ganze funktioniert auch recht nett auf Handys. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir haben ein bisschen später angefangen. Ich habe jetzt hier die Apps meiner Verwaltung.
Hier habe ich Kommunikations-Apps. Eine App davon heißt Talk, die kann ich hier aktivieren. Und wieder wird das Passwort geändert. Jetzt, wo es jeder weiß. Okay. Vielleicht hat jemand das Passwort geändert, es wird jedenfalls nicht mehr akzeptiert. Aber meine Zeit ist sowieso abgelaufen. Im Prinzip wird das dann so laufen, dass hier eine kleine Kamera erscheint und ich kann dann mit den anderen Nextcloud-Benutzern, die ich hier anlegen kann, eben einen Videochat machen, ähnlich wie ich es vorher unter Hubel gemacht habe. Ja. Ich werde versuchen, das Passwort zu ändern, wenn es nicht dann wieder jemand ändert, naja, ist ja wurscht. Wie gesagt, hier sehen Sie so verschiedene Symbole, Dateien, Aktivitäten, Bildergalerie. Da erscheint dann so ein Video-Symbol und ich kann dann eben mit den anderen Benutzern unter Nextcloud speichern. Dazu müssen die anderen aber einen Account auf Nextcloud haben, also ich kann nicht jemandem einfach einen Link schicken, so wie bei Hublin, und sagen, steigen mit dem Link in meinen Chat ein. Dazu muss der andere auch auf dieser Nextcloud-Installation einen Account haben. Und es gibt dann noch einen XMPP-Chat, mit dem ich, den ich auch installieren kann, der da auch lokal Textnachrichten, mit dem ich auch Textnachrichten austauschen kann. Das ist vor allem dann sehr praktisch, denke ich, wenn man schon eine Nextcloud-Installation hat. Denn es ist ja ganz praktisch, um große Dateien auszutauschen. Ich glaube, ja, die Zeit, wo wir 10 Megabyte große Files per E-Mail verschickt haben, die sind hoffentlich vorbei. Viele Leute schicken es über Google Drive oder so, aber wie gesagt, genau diese großen Datenkraken wollen wir vermeiden. Und dafür ist eigentlich, dafür installieren die meisten Leute so ein OnCloud oder so ein Nextcloud, damit sie einen sicheren Dateiaustausch von großen Dateien haben. Ja, wie gesagt, wenn ich es dann schon habe, dann ist mit einem Klick das Videochat-Tool dazu installiert und ich kann mit allen Leuten, die da drauf sind, einen netten Videochat machen. So, also ich glaube, ich habe hier in dieser einen Stunde ein paar Tools zeigen können, die es durchaus mit der Funktionalität, mit den großen Tools aufnehmen können. Ja. Die großen Tools haben natürlich den großen Vorteil, dass sie viel Verbreitung haben. Die Leute sagen ja, wir haben alle WhatsApp, also steig du bitte auch in WhatsApp ein und ja, sind dann oft schwer dazu zu kriegen, ein anderes Tool zu verwenden. Aber das ist halt ein, das ist kein technisches Problem, das ist ein soziales Problem. Und technisch gesehen, glaube ich, spricht nichts dagegen, dass man auch Open-Source-Tools verwenden kann für die Echtzeitkommunikation, so dass man eigentlich auf nichts von der Funktionalität verzichten muss, dass diese großen, beliebten, proprietären Tools einem bieten. Ja, dann danke für die Aufmerksamkeit. Ich glaube, die Mensa hat heute offen. Ja. Und ja, wir vorstellen, wir gehen dann gemeinsam was essen und ja, um 13 Uhr ungefähr geht es dann wieder weiter. Vielen Dank.